So, hi Leute, Dark Demon wieder hier. Ich will jetzt mal mit einem neuen Projekt starten, und zwar dem Freitag Online-Test. Ich werde jetzt jeden Freitag ein kleines Online-Game testen und das Ganze auf Grafik, die Möglichkeiten, die Komplexität, die Story und Kommunikation mit anderen Spielern bewerten. Heute dabei Buddy und wir testen heute das Spiel Warframe. Buddy, du kannst Hallo sagen. Ach so, ja. Ne. Ja, und Buddy hat natürlich gleich wieder die Stimme abgegeben für seine nächste Mission. Das ist die unten. Ihr könnt halt auf verschiedenen Planeten mit eurem Charakter gegen Feinde kämpfen. Es gibt halt verschiedene Ja. Missionstypen. Und ihr habt halt ein gewisses Arsenal an Waffen, Nahkampf, Pistole, Gewehr. Und diese könnt ihr nochmal modifizieren. So nicht. Könnt ihr nochmal modifizieren mit so bestimmten halt Feuermunition oder sowas in der Art. Und dann habt ihr halt noch spezielle Fähigkeiten, die ihr einsetzen könnt, die ihr bei mir zum Beispiel hier seht. Ihr könnt jetzt eigentlich noch eine Dreierfertigkeit, das werdet ihr hier reintun und könnt ihr das. Nein, ich will es nicht abbrechen. Ich möchte das anwenden. Jetzt habe ich zum Beispiel zwei verschiedene Fähigkeiten drin. Dann könnt ihr beim Marktplatz natürlich eure neuen Waffen kaufen, etc. Und bei der Schmiede euch was herstellen. Wobei bei mir gerade was fertig ist. Ja, und gleich startet auch das Spiel endlich, damit Demon endlich aufhören kann zu reden. Yay! Ja, ich hab's doch geschafft, die neue Waffe auszurüsten. Okay. Ich spiele außerdem Mac. Das ist jemand, also das ist ein Charakter, der das Magnetfeld um sich herum verändern kann und somit auch die Gegner manipulieren kann. Was ist bei dir? Was spielst du? Keine Ahnung, ich hab's schon gestern wieder vergessen. Buddy spielt Loki, um genau zu sein. Das ist ein neuer Spieler, bei dem noch nicht so viel bekannt ist. Der wurde von den also von den Spielern des Spiels gewünscht und ja. Gut. Waffe. Wir müssen eine Zielperson retten. Ja, man sieht, also man kann hier relativ viel machen. Man kann. Wir haben jetzt noch einen Kern, Killing Blow, und das ist halt so eine bestimmte Fähigkeit, die man auf eine Waffe. Also eröffne doch mal hier alles, weil hier sind Credits und so drin. Du brauchst doch. Warte, ich versuche gerade auf der Wand zu. Ich will hier nicht so durchrushen, ich will das Spiel auch ein bisschen zeigen. Das will auch ein bisschen was von der grafischen Leistung und so zeigen. Das ist hier nicht so ein. Man kann natürlich auch hier Gegenstände hochklettern und natürlich, was ich voll cool finde, man kann an Wänden rumrennen. Gerade nicht. hier zum Beispiel. Wie man sieht. Man kann an Wänden rumrennen, man kann rollen, man kann eigentlich alles Mögliche machen, was man sich in einem Shooter hier vorstellt. Das ist natürlich ein Third-Person-Shooter, wie ihr, denke ich mal, schon gemerkt habt. Nein. Ganz schlau unter euch, Third-Person-Shooter sind die Shooter, wo man hinter der Person steht. Finde ich auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann kriegt man auch noch mit, wenn halt irgendwie hinter einem was steht. Oben links seht ihr eine Minimap und auf der wird immer mit einem so einem kleinen Ausrufezeichen markiert, wo ihr hin müsst. Während ihm hier das Spiel erzählt, falle ich bereit unter. Und setze jetzt mein Skill an. Skill. Ich habe auch einen Skill, guck mal, ich kann ihn ranziehen und kann ihn dann voll mit dem Schwert eigentlich fertig machen. In meiner Richtung eigentlich fertig machen. Warum auch immer. Okay, weiter geht's. Wir, ja genau, schön mit der Shotgun. Wir müssen eine Geisel retten, die ist jetzt irgendwo hier drinne. Und ich habe keinen Bock, die Gegner zu besiegen, deswegen machen sie das Ganze. Ja, verdammt, ich habe nicht genug Energie, um die Fähigkeit einzusetzen. Die Energie sind ja auch unten. Also nicht unten, sondern oben, in der blauen Balken. Danke. Ich brauche gerade eigentlich so eine Energiekugel, weil ich will mal meine voll coole 10 bis 5 Fertigkeit testen. Natürlich müsst ihr auch Terminals hacken, das ist ganz einfach. Ihr müsst einfach die Dinger so verbinden, dass sie alle zusammenpassen. Ganz einfach. War hier jemand drin? Nein, hier war keiner drin. Buddy, hack du auch mal. Schon gehackt. Okay, das ist schon mal nein. Erstes gehackt. Ja, hier ist er. Habt ihr daran, die C-Person. Oben seht ihr auch unser HP und unser Schild. Das rote ist das Schild, die Zahlen. Und das blaue ist unser Schild. Also, Buddy hat ein bisschen weniger Schild wahrscheinlich, weil ich habe das extremste Schild-Upgrade drauf. Was hast du, wie viel Schild hast du, Buddy? 300. 330. Ja, ich habe nur 90. Ja, ich weiß, hab ich ja gesagt, das ist weniger. Ja, viel weniger. So, ich will ja vielleicht mal eine coole Fertigkeit hier
Hier, guck das mal an. Das ist voll lustig. Warte. War gar nicht da. Ah, mein Gott. Dann war das diese komische Geisel hier. Zeig, oben, du musst durch diesen Lüftungsschacht. Ah. Ja, wie gesagt, man hat die relativ gute Möglichkeit, überall mal lang zu laufen. Aber man muss sich eigentlich auch an den Weg halten. Man kann natürlich hier noch so kleine Extra-Räume mit halt so Schränken erkunden. Finde ich ziemlich cool. Ja, ja, ich auch. Kein Überspringen, das ist so voll in die Klettern und kann er nur so auf den Gegner schießen, während man noch rutscht. Das ist auch der voll professionell von mir gemacht, weil die Maus nicht reagiert hat. Und da ist so ein Typ mit Schild. Den können wir mit Schild einfach klauen. Ja, ich schaffe aber auch nicht näher zu machen. Hört man nochmal ein Messer an. Hm? Ja, ich leite auch. Es ist ein bisschen blutig, das Spiel, aber es hat 13 Jahre beigegeben für Team. Das Ganze gibt's natürlich übers Team. Ja. Downloaden. Dann musst du dich nochmal neu anmelden. Ja, man muss sich nochmal auf extra auf der Website anmelden. Ist unverständlich. Aber, naja, ich finde, die paar Kicks zur Anmeldung sind's jetzt auch nicht. Das Ganze ist außerdem free to play, das heißt, du musst nichts dafür bezahlen. Könnt aber natürlich. Und die Shops, immer müssen noch die Shops bewerten. Die Shops müssen noch bewerten, das kann man dann nachgucken. Also, es kommt natürlich nach dem, nach dieser Sequenz hier. Ich will das Ganze, das Hack nochmal zeigen, dann hack ich nochmal diese Sekunde. Ganz, ganz einfach hier das Ganze. Ein paar Mal drehen, ich kann auch rückwärts drehen, habe ich auch keine Lust zu, hab eh genug Zeit. Yay, und wir kriegen noch einen. Es ist idiotensicher, sagen wir so. Ja, obwohl es echt Leute gibt, die haben das nicht gepackt. Aber die standen da 15 Sekunden davor und haben so übelst einfach Rätsel nicht gepackt. Hey, ich mach die Schränke mal auf, weil da sind Credits und so drin. Und Credits sind das Geld und ja, warum nicht? Hey, ich lass mich nochmal meine Spezialfertigkeit zeigen. Die hast du noch nicht gesehen. Ah, Melder. Ja, ihr könnt so gut wie alles kaputt machen im Hintergrund. Ich würde mit eventuell gratis Telefon nicht so schlimm. Einfach nicht ran. Ja, das ist schon das Ende. Das ist schon das Ende. Warte mal, hier, guck mal. Den einen will ich noch zerfetzen. Ey. Fick dich. Das ist das Ende. Das ist das Ende von aber dieser Stage. Warte, ich will mal gucken, ob es denn noch was gab. Hey, dann kommt Gegner. Da kommt Gegner. Bam. Ja, doch, Geld dabei. Ja, ich bin jetzt schon auf höheren Stages, die sind sehr umfangreich, also da kann man schon mal so eine Viertel bis eine halbe Stunde braucht man dann, bis man da durch ist. Und, guck mal, ja, man kann auch voll cool, oder? Ich will noch einmal die Wand hochrennen, so ein Salto machen. Wieso rennt meine gerade die Wand nicht hoch? Wie läuft nochmal die Wand entlang? Du musst eigentlich nur alles gedrückt halten, oder? Ich darf jetzt nicht zu weit nach hinten laufen, sonst ist die Stage vorbei. Wieso macht man das nicht? Brauchen wir hier. Okay, warte mal. Jetzt rennen wir hier auf die Wand zu und dann. Yeah! Rückwärtshaltung. Natürlich ist die Wand nicht so groß. Deswegen. Yeah. Also man kann hat viel, meiner Meinung nach, relativ viele Möglichkeiten, aber wie war ich schon sagte, wir wollen jetzt den Shop bewerten. Deswegen jetzt noch die coole Endsequenz. Muss noch zum Ende kommen. Los, Buddy, auf zum Ende. Extraktionspunkt erreicht. Warten auf Mitspieler. Buddy, wir haben nur das noch. Das könnte eine Falle sein. Hallo, wir haben nur noch eine Minute, das haben wir die Mission nicht geschafft. Oh. Jetzt so die voll coole Endsequenz. Ja, ich habe einen weiblichen Charakter. Ja, und hier sieht man jetzt, was ich so bekommen habe die ganze Zeit in dem Game. Und man fliegt hier so einfach schön weg. Und da steht die Geisel, die wir gerettet haben, warum die nicht mitkommt. Wir sollten sie eigentlich retten. Das Spiel hat aber noch ein paar Glitches. Ich bin gestern einfach mal aus der Map rausgefallen, als ich auf einer Stelle hochgesprungen bin. Das fand ich ein bisschen komisch. Schaut euch mal die Statistiken an. Ja, ich hab's schon weggeklickt, weil ich... Kills habe ich nicht so viele gehabt. Wie viel der Schaden? Ich 82%. Ja, ich habe nicht so viel Schaden verteilt. So, hier haben wir zum Beispiel die Kontakte. Also, zum Thema Mitspielern interagieren. Ihr könnt in-game schreiben, ihr könnt sie zu euren Freunden hinzufügen und somit zusammenspielen. Das ist schon mal relativ gut. Ich weiß noch nicht, ob es einen Voice-Chat gibt. Habe ich noch nichts davon gesehen. Wenn es einen gibt, dann wäre das total cool und deswegen gibt das von der Kommunikation von mir aus, da ich nicht weiß, ob es Voice-Chat gibt, sagen wir, ich gehe jetzt von ohne Voice-Chat aus, da auch noch keiner Voice-Chat hat. Können wir einfach nachschauen, einfach unter Tastenbedienungen. Genau. Dann gucken wir jetzt ganz schnell nach.
Und zwar unter Einstellungen. Das ist die Anzeige, das ist die Steuerung, was ich meine. Ah ja, und ein Pluspunkt ist, es geht auf 1080p. Ja, wo ist jetzt Voice Chat? Push to Talk, es gibt einen auf C. Das gibt dann natürlich von der Kommunikation und der Interagierung mit Spielern von mir eine 8. Was gibt's von dir? Ich würde sagen, mach den scheiß Voice Chat aus. Und ich glaube, Demon Tron Guard kann. Ja, gibt's mir eine 9. Gut, okay. Zum Thema Grafik. Was sagst du dazu? Ja, Free-to-Play-Game und ich muss sagen, für weil es nur 1,17 GB groß ist oder so, also nicht groß, oder 1,5, und damit kleiner ist es so Spiele wie Nostail und so weiter, Mädchen 2, hust du? Nostail ist kleiner, es hat nur knapp 1 GB. Ja, das werden wir nächste Folge wahrscheinlich machen, oder irgendwann später noch. Irgendwann, das werden wir jetzt aber auch hier nicht ankündigen. Jedenfalls, das richtig klein ist, muss ich sagen, war es auch schnell zum Downloaden, und für das die Grafik, hätte ich mir gedacht, die wäre komplett scheiße, und jetzt da... Ziemlich geil. Ich gebe der Grafik zum Beispiel 8 Punkte und du? 9. Hör auf, immer einen Punkt mehr zu geben als ich. Die Möglichkeiten finde ich in dem Spiel ziemlich gut. Ihr könnt überall, ihr könnt viele extra Räume, aber ihr könnt natürlich nicht frei in der Welt rumlaufen, wie ihr es wollt. Deswegen gibt es von mir nur 7 Punkte für die Möglichkeiten. Naja, ich muss sagen, das frei in der Welt rumlaufen würde auch nicht in dieses Spiel passen. Weil... Es halt einfach einzelne Missionen sind, du musst diese abschließen, und wenn es eine Open World wäre, wie ich glaube ich auch nicht privat spielen können, zu zweit wie wir jetzt spielen, wir können ja auch zwischen Solo, Online und privat auswählen. Und das finde ich auch sehr super und deshalb bekommt man glaube ich sogar wieder 9 Punkte. Ja, 9 Punkte zu gehen. Jo, die Komplexität haben wir noch nicht angesprochen. Es ist relativ einfach das Spiel gehalten vom normalen Spielmodus her, aber jetzt kommt bei mir die Komplexität, die Modifikation. Ihr müsst immer darauf achten, wie viele Modifikationspunkte ihr frei habt. Ihr müsst auf die Modifikationen achten, wie man sie einsetzt, was sie euch bringen. Das ist relativ schwer zu verstehen am Anfang. Deswegen gibt es bei mir davon nur 6 bis 7 Punkte. Da es relativ komplex ist in dem Fall. Was meinst du, Buddy? Ja, ich habe mich ehrlich gesagt mit dem Arsenal allgemein mit den Karten nicht aus, also mit den Modifikationen. Ich habe ja die Unsichtbarkeit, aber ich habe keine Ahnung, wie ich die bekommen habe. Ich habe einfach irgendwas da gedrückt und irgendwie hatte ich die dann auch. Ja, also in diesem Punkt her kapiere ich es nicht, also es wäre schon gescheit, hier in diesem ein Tutorial einzubauen. Oder ich habe es einfach auch übersprungen, kann auch sein, weil ich halt das nicht hören wollte. Gut, was haben wir als letztes noch? Die Story. Hat das Spiel eine Story? Ja, natürlich hat das Spiel eine Story. Ihr seid die Tenno und seid so eine Spezialeinheit, die natürlich die verschiedenen Missionen machen muss. Und ich würde meinen, da ich die Story natürlich noch nicht mehr oder weniger durchgespielt habe, ihr müsst natürlich... Es hat eine Story. Die einzelnen Missionen sind immer eine Fortführung der aktiven Story. Und ich würde meinen, ich kann mich nicht so wirklich entscheiden. Was würdest du sagen bei der Story? Sorry, das Problem ist, ich habe es noch nicht so viel gespielt. Und jetzt bin ich gerade auf Platinum kaufen gegangen. Oh, das Spiel, das ist ja keine Abzocke. Also, warte, wie viel kostet so ein Bogen nochmal? Muss ich kurz mal in das Spiel schauen. So eine empfohlene Waffe, der Paris-Bogen kostet 225 Euro. Das ist übersetzt, also in Euro. Lass mich kurz mal nachschauen. Ah, okay, das sprechen wir später an. Ja, von der Story her würde ich sagen, ich gebe ein Spiel... Da ich noch nicht so viel gespielt habe, ich über diese Story nicht so viel bewerten kann, eine 6 oder 7. Aber es hat nicht den Grund, dass es jetzt schlecht ist. Nein, es hat den Grund, weil ich es einfach nicht gespielt habe so viel. Ja, ich würde der Story auch 7 Punkte bisher geben. Also im Großen und Ganzen, ihr seht hier nochmal außerdem den Shop. Könnt halt viel für Platin kaufen, aber auch für die Credits. Darf ich jetzt sagen, Platinum? Darf ich jetzt in den Punkt kommen? Sie können 75 Platinum für 3,99 kaufen, 170 Platinum für 8,99, 570 Platinum für 26,99 und 1000 Platinum für 44,99. Oder Sie nehmen das Best Value. Best Value heißt das. Ja, ist doch scheißegal. Um 2100 Platinum um 90 Euro. Wow. Also diese Preise sind so gering gehalten. Es geht eigentlich von den Preisen. Ich meine, man kann sich ja eigentlich alles direkt mit dem Ingame-Geld erspielen, indem ihr Baupläne kauft. Mit Bauplänen könnt ihr, wie gesagt, schon in der Schmiede dann die Waffen herstellen, wenn ihr genug Materialien habt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool.
Ja. Also, deswegen, ich würde meinen, das Spiel ist auf jeden Fall ein tolles Online-Game. Lohnt sich zur Weiterempfehlung und ist natürlich free to play. Also ein ziemlich cooles Spiel. Was meinst du? Auch für, bestätigst du das Ganze? ja, ich bestätige das Ganze, ich befürworte es und ich finde es nice. Jo, dann bis zum nächsten Freitag mit einer neuen Folge Let's Test Online von den Demons. Ich bin Dark Demon und wir freuen uns natürlich immer über ein Like, neue Abonnenten und schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, von der neuen Idee. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.